So, heute möchte ich ganz gerne einmal die Komplettreinigung des Kaffeevollautomaten Siemens EQ9 in dem Modell S500 zeigen. Im Moment ist er eingeschaltet. Das mache ich jetzt einmal aus, das Gerät, und dann fangen wir mal an. Wir fangen mal hier mit der Tropfschale an, die man einfach herausziehen kann. Ich werde hier mal ein bisschen mehr Platz schaffen. Die ganze Geschichte kann man hier zweiteilen. Man sieht hier, ich muss einmal ein bisschen Wasser rauslassen. Man sieht dann hier auch, wo das verbrauchte Kaffeepulver reinfällt. Hier sind auch ein paar Reste drin, die man jetzt einmal dann säubern kann. Dieses Element ist auch Waschmaschinen, Spülmaschinen geeignet bis 60 Grad. Das kann ich da rein tun. In der Regel reicht aber auch heißes Ausspülen. Dann haben wir hier direkt einmal das Blech. Das ist jetzt ein bisschen nass, weil da zuvor was durchlief, abgetropft ist. Man kann das auch hier noch einmal rausklicken, sodass man dann auch hier noch einmal separat reinigen kann. Dann haben wir hier die eigentliche Tropfschale, in der sich das Wasser immer sammelt, was beim Spülen durchfließt. Auch die ist Spülmaschinen geeignet bis 60 Grad. Im Normalfall reicht hier aber auch die Reinigung unter heißem laufenden Wasser. Was ich schon mal in einem anderen Video gezeigt habe, ist hier dieses Element, in dem die Milch und der Kaffee durchläuft. Das kann man hier entsprechend so rausziehen. Da tropft es noch ein bisschen. Das kann man relativ einfach auseinandernehmen. Dann hat man hier noch einen Schlauch, hier vorne noch die Ausspritzdüsen, die man auch nochmal separieren kann und so dann unter laufendem Wasser auch säubern kann. Bei dem Milchbehälter, den ich hier habe, auch dort steht drauf, dass er Spülmaschinen geeignet ist bis 60 Grad. Der hat hier ja auch noch einen kleinen Schlauch, den kann man hier auch rausnehmen. Der Schlauch wird beim automatischen beim automatischen Spülvorgang des Milchsystems ja durchspült. Was man noch machen kann, es gibt im Zubehörhandel eine extra dafür eingefertigte Bürste. Einmal mit einem großen Aufsatz, dann kann man hier reingehen und dort auch nochmal für Sauberkeit sorgen und einen kleineren Kopf, um dann hier vorne in die Öffnung reinzugehen. Das ist auch ganz hilfreich. Darüber hinaus müssen wir das Innere reinigen. Dazu nehmen wir erstmal den Wasserbehälter raus. Das ist mit einem Handgriff gemacht. Und dann ist das hier alles sehr schön zugänglich. Wir nehmen hier die Abdeckung raus und jetzt gehe ich einmal ein bisschen dichter ran, damit wir hier die Details sehen können. Die roten Elemente kann man relativ schnell rausklippen. Auch hier sieht man wieder das Spülmaschinenzeichen 60 Grad. Auch das ist geeignet dafür. Dieser Auffangbehälter und Trichter ist ebenfalls Spülmaschinen geeignet, steht auch drauf auf der Rückseite und ist entsprechend einfach zu reinigen. So, die Brüheinheit, die nehmen wir hier raus. Das ist hier die Sicherung. Das klippen wir einmal raus und dann kann man sie so rausnehmen. Man sieht hier auch einzelne Verunreinigungen.
Das Ganze darf nicht in die Spülmaschine, wird explizit darauf hingewiesen. Ist aber ganz easy unter laufend Wasser zu reinigen. So, was dann noch sein kann, ist, dass wir hier im Inneren ein paar Ablagerungen haben. Da gehen wir dann einfach mit einem feuchten Lappen durch. Fangen da alles auf. Das Schöne ist, hier ist alles rund. Hier gibt es keine Ecken, in denen irgendwas hängen bleiben kann, sodass wir dort prima durchkommen und dann auch ganz schnell eine Sauberkeit hergestellt haben. Genau, nach dem Waschen der einzelnen Elemente setzt man sie entsprechend wieder ein. Ich habe die jetzt mal nicht gewaschen. Das tue ich zu einem späteren Zeitpunkt. Man muss hier nur darauf achten, gerade bei der Brüheinheit, dass man alle Elemente erwischt. Einsetzen, Verriegelung wieder rein. Das hält fast von alleine. Das Ganze ist schön gelöst mit einem Magneten, der dann hier aufsetzt. Findet es quasi selber in den Weg rein. Und dann setzt man entsprechend hier alles wieder zusammen. Dann sind wir schon hier im Inneren fertig. Wir setzen die Abdeckung hier drauf. Setzen den Wasserbehälter wieder ein. Und alle anderen Elemente hier gerade. Die Ausspritzdüsen hier, das habe ich auch schon mal im anderen Video gezeigt. Das klippt man einfach wieder zusammen nach der Reinigung. Und setzt das hier entsprechend auch der Vorgaben wieder ein. Das ist dann auch hier, man sieht das, auch dargestellt, wie der Schlauch laufen muss. Insofern ist das dann schnell erledigt. Zack. Dann klemmt man das hier rein. Eingerastet, dann ist das auch wieder fertig. Dann müssen wir nur noch die Abtropfschale reinsetzen und die Milchbehälter. Dann ist das System einmal grundgereinigt, auseinandergebaut und wieder zusammengebaut.